Hallo, meine liebe Freunde. Heute, wie Sie sehen, Sie haben schon gesehen, so kleine Video, wo ich hatte diese Top an und ich habe gezeigt. Schauen Sie diese Top, ich habe gestrickt mit äh, Cotton Baumwolle und ja, ich hatte nicht genug. Ich hatte als Geschenk bekommen diese Baumwolle. Das war Baumwolle zusammen mit Viskose, ein bisschen glänzt hier Viskose und äh, dann ich habe äh, auch zu Hause gehabt bisschen solche Baumwolle, einfache Baumwolle, äh, was ich hatte früh gestrickt und dann Rest hatte ich und ich habe entschieden einfach zusammen diese zwei Baumwolle stricken. Dass ich habe schöner Sommer top So, und auch ich muss sagen, hier ist wunderschöne wie Sie haben gesehen, wunderschöner Strickmuster. Diese Strickmuster, wir stricken heute zusammen. Das ist japanische Strickmuster. Wir stricken dann zusammen solche Muster. Und was noch ich wollte sagen? Ähm, wenn Sie wollen wissen, wie ich habe gestrickt diese Topf, ich habe gestrickt von unten nach oben. Ja, ich hatte 160 Maschen plus eine Masche, dass ich mache in Kreis. Und dann ich hab einfach gestrickt in Kreis so Rippenmuster, wie Sie sehen, eins zu eins. Eine rechte, eine linke ist einzige. Ich habe rechte gestrickt wie Verschränke. Dass wir bekommen so schöne, schöne äh, Rippenmuster. Dann habe ich einfach zwei marke ja, dass ich teile, dass ich, ich, ich musste wissen. Wie viele Maschen habe ich äh, dann für Vorderteil? 80 Maschen und 80 Maschen habe ich für Rückenteil. Ich hatte hier zwei Marken, weil später, wann wir kommen zum äh, Armausschnitt, dann wir teilen unsere äh, unsere äh, Strickteil und stricken dann separat. Und ich habe einfach gestrickt. Schauen wir jetzt, wie viel Zentimeter habe ich bis unter Ärmel gestrickt. So, 40 Zentimeter lang habe ich gestrickt bis Armausschnitt. Ja, 40 Zentimeter. Und dann habe ich hab einfach top geteilt. So, und dann habe ich hab gestrickt Vorderteil separat und auch Rückenteil. Und was wir müssen wissen, wir stricken dann auch eine Schulter separat und andere Schulter separat. Drum hier, ich habe auch geteilt. Hier wir hatten 80 80 Maschen oben, ja. Und wir teilen 40 Maschen für eine Schulter und 40 Maschen für andere Schulter. Und dann, ich habe gestrickt so. Drei Mar ich stricke äh, drei Maschen, ja drei Maschen ich stricke und dann ich mache zwei zusammen. So, zwei zusammen, die schauen an rechter Seite. Und dann hier neben Arm Ausschnitt, ich habe gleich gemacht, auch drei, zu, drei Maschen, ich lasse und bevor diese drei Maschen zwei zusammen ich stricke. Nur an rechter Seite und an linke Seite ich stricke alle Maschen so wie ich sehe ja und dann an rechter Seite ich stricke wieder drei rechte Maschen dann zwei zusammen dann ich stricke bis Ende bis Armausschnitt und auch ich lasse dann fünf Maschen so stricke zwei zusammen dann drei rechte so dann linke Seite ich stricke bis äh, so ohne, ohne Abnahme, okay? Und so ich habe gestrickt, bis ich habe hier bei Träger nur acht Maschen. Wenn ich hatte acht Maschen, dann ich habe einfach bisschen, sage jetzt wie viel, 9 cm einfach gerade gestrickt. Das was. Dann ich gehe zum anderen Schulter und stricke gleiche. Wieder mache Abnahme neben Halsausschnitt und neben Armausschnitt. Wann meine zwei Schulter ist fertig, dann ich gehe zum Rückenteil und bei Rückenteil ich mache gleiche wieder 80 Maschen. Ich teile 40 und 40 und mache gleiche Abnahme wie ich habe gemacht bei Vorderteil. Und wieder ich stricke bis ich habe nur acht Maschen. Dann stricke ich acht, äh, 9 cm lang, gerade nur acht Maschen. Und dann ich nähe beide Träger zusammen, so Vorderteil und Rückenteil. So hier bei dieser Seite ist gleiche und dann, unsere top ist schon fertig. Ganz einfach. Okay. So, und jetzt, meine Liebe, ach, ich kann auch, weil Sie fragen sehr oft, wie breit ist mein Top? So, mein Top ist 45 cm breit. Und ich habe hier ein, ich sage jetzt ein, zwei drei Rapporte gestrickt. Drei Rapporte von Muster. Jetzt wir stricken Muster zusammen. Für unsere Strickmuster, wir brauchen 31 Maschen plus zwei Randmaschen. Ja? Wir haben 33 Maschen und jetzt wir stricken. So, für erste Reihe, wir brauchen noch eine Hilfe Nadel. Und jetzt stricken wir zusammen: Randmasche und drei linke, drei rechte. Zwei linke, zwei zusammen rechts. Wenn ich sage rechts, das bedeutet Richtung rechts. So mit einer rechten Masche stricken, zwei zusammen Richtung rechts. Umschlag, zwei linke. Und jetzt wir brauchen Hilfe Nadel. Wir stricken weiter. Zwei rechte. Eine linke. Und zwei rechte. So, wir haben gestrickt. Jetzt wir müssen mit Faden das einfach so drehen Faden, schauen Sie, was wir machen. Umwickeln. So, einmal, aber ganz leicht. Zweite Mal. Und dritte Mal. So. Und jetzt alle diese Maschen anziehen. An rechter Seite, weil wir haben schon diese Masche gestrickt, ja? Fünf Maschen. So, wir brauchen nicht mehr diese Nadel. Und stricken wir weiter. Zwei linke. So, wir bekommen hier unsere Faden. Umschlag. Zwei zusammen links. Mit einer rechten Masche Richtung links. Wir strecken zwei zusammen. So. Drei linke. Drei rechte. Drei linke. Und Randmasche. So an linke Seite. Sie stricken alle Maschen so wie Sie sehen. Wo sind Rechte? Sie stricken Rechte. Wo sind Linke? Sie stricken Linke. Okay? Dritte Reihe. Randmasche. Drei Linke. Drei Rechte. Drei Linke. Umschlag, zwei zusammen Richtung links mit einer rechten Masche, eine linke, zwei zusammen das Schauen Richtung rechts, eine rechte, Umschlag, eine linke, Umschlag, eine rechte, zwei zusammen Schauen links mit einer rechten Masche. Eine linke, zwei zusammenschauen rechts, Umschlag, drei linke, drei rechte, drei linke und Randmasche. So, an linke Seite, wir strecken alle Maschen so wie wir es sehen. Fünfte Randmasche Drei linke Umschlag Drei zusammen Umschlag Drei linke Zwei zusammen schauen rechts Umschlag Zwei Zusammenschauen rechts. Eine rechte, Umschlag, eine rechte, eine linke, eine rechte, Umschlag, eine rechte. Zwei Zusammenschauen links, Umschlag, zwei Zusammenschauen links. Drei linke. Омшляк. Драй все самое. Омшляк. Вторая линка. Рандмаш. Все, зэк Аля машин, все вивезень. Зипта, рая. Ранд Драй линки. Драй Drei linke. Eine rechte. Zwei zusammen rechts. Eine rechte Umschlag. Zwei rechte. Eine linke. Zwei rechte Umschlag. Eine rechte. Zwei zusammen links. один рячка, три линки, три рячка, три линки, рандмаш, все, а вторая вяжем, как вы видите, но и вторая, рандмаш, три линки, три рячка. Drei linke, zwei zusammen rechts, eine rechte Umschlag, zwei zusammen rechts, eine rechte Umschlag, eine linke Umschlag, eine rechte, zwei zusammen links. Richtung links, ja, mit einer Rechte wir stricken. Umschlag, eine rechte, zwei zusammen links, drei rechte, drei, sorry, drei linke, drei rechte, drei linke. Randmasche. So, unsere wunderschöne Muster drei randmasche drei linke umschlag drei zusammen mit einer rechte umschlag zwei linke zwei zusammen rechts eine rechte umschlag Zwei zusammen rechts. Eine rechte Umschlag. Drei linke Umschlag. Eine rechte. Zwei zusammen links. Eine rechte. Zwei zusammen links. Zwei linke Umschlag. Drei zusammen, Umschlag, drei linke, Randmasche. So. Zwölfte Reihe, strecken Sie so wie wir sehen, alle Maschen. Dreizehnte Reihe, Randmasche, drei linke, drei rechte, vier linke. Zwei zusammen rechts, eine rechte, Umschlag, zwei linke. Und jetzt wir gehen runter, drei Reihen, eins, zwei, drei und ziehen raus. Einmal Masche, mach mal Umschlag. Dann gehen wir wieder in den gleichen Platz, ziehen noch eine Masche, dritte, machen wir Umschlag und jetzt noch fünfte, Ende. Und weiter stricken. Zwei linke, Umschlag, eine rechte, zwei zusammen links. Vier linke, drei rechte, drei linke, Randmasche. So, an linke Seite, diese fünf Maschen, was wir haben gemacht, von dritter Reihe unten, wir strecken als linke Maschen, okay? Fünfzehnte Reihe Randmasche, drei linke, drei rechte, drei linke, zwei zusammen rechts, eine rechte Umschlag, drei linke. So und jetzt kommen unsere fünf Maschen, ja was wir müssen tun. Unsere fünf Maschen. Wir machen so, dass schauen Sie diese drei Maschen anziehen an rechter Seite, dann holen von hinten zwei Maschen erste zwei Maschen und dritte wird erste Masche so wir machen dritte Masche erste und dann stricken wir fünf Maschen alle zusammen mit einer rechte Masche so und weiter stricken wir, was sie wir haben weiter drei linke Umschlag, eine Rechte, zwei zusammen Links, drei Linke, drei Rechte und drei Linke. Randmasche. So. An linke Seite alle Maschen so wie wir sehen. 17. Reihe, Randmasche. Drei linke Umschlag, drei zusammen mit einer rechten Masche Umschlag, drei linke Zwei zusammen rechts. Umschlag. Zwei linke. Und jetzt machen wir wieder drei. Reihe runter, 1, 2, 3, 10 eine Masche, Umschlag, wieder ziehen, dritte Masche, Umschlag und ziehen, fünfte Masche. So, und dann weiter geht drei Linke, ja. Wir stricken zum ersten zwei zusammen mit einer Linke, dann zweite Linke und dritte Linke so haben wir gestrickt und jetzt machen wir wieder gleiche drei reihen runter 1 zwei 3 ziehen eine masche umschlag dritte masche umschlag und fünfte masche so weiter geht zwei zusammen mit eine linke masche und noch eine linke masche Umschlag 2 zusammen links, drei linke Umschlag 3 zusammen mit einer rechten Masche Umschlag 3 linke Randmasche. So 18. Reihe, sie strecken alle Maschen so wie wir sehen. Unsere fünf Maschen wir stricken mit linken Masche. Neunzehnte ja. Reihe Randmasche. Drei linke. Drei rechte. Drei linke. Umschlag. Zwei zusammen links. Zwei linke. Und jetzt fünf zusammen. Aber wir müssen wieder dritte Masche machen als erste. Wir holen drei Maschen, schauen Sie. Und dann erste und zweite von hinten wechseln mit dritte. Und dritte wird erste Masche. So, und jetzt wir stricken alle fünf Maschen zusammen. Schauen Sie. 1, 2, 3, 4, 5. So, alle. Zusammen mit einer Masche. So. Okay. Eine Linke, eine Rechte, eine Linke und wieder fünf zusammen. Aber dritte Masche, wir müssen machen als erste. So. Und stricken. Fünf Maschen zusammen mit einer rechten Masche. So, wir bekommen solche Blümchen. Sind sie? Und zwei linke, weiter geht. Zwei zusammen rechts. Umschlag. Drei linke, drei rechte drei linke Randmasche Zur 20. Reihe bitte so wie wir sehen alle Maschen 21. Reihe Randmasche drei linke drei rechte drei linke zwei zusammen rechts омшлак драй линьки драй рэйфта драй линьки свайцу зам линкс драй линьки драй Randmasche. So, 22. 23. Reihe, so wie wir sehen. Dreiundzwanzigte Reihe, Randmasche, drei linke, Umschlag, drei zusammen, Umschlag, drei linke, Umschlag, zwei zusammen links zwei linke zwei rechte eine linke zwei rechte zwei linke zwei zusammen rechts Umschlag drei linke Umschlag drei zusammen mit einer rechte Umschlag drei linke 24. Reihe stricken Sie so wie wir sehen. 25. Reihe. Randmasche, drei linke, drei rechte. Drei linke. Zwei zusammen rechts. Umschlag, zwei linke, zwei rechte. Eine linke, zwei rechte, zwei linke, Umschlag, zwei zusammen links, drei linke, drei rechte, drei linke, Randmasch. 26. Reihe, wie wir sehen, bitte. 27. Randmasche. Drei linke. Drei rechte. Drei linke. Umschlag. Zwei zusammen links. Zwei linke. Zwei rechte. Eine linke. Zwei rechte. Zwei linke. Zwei zusammen rechts Umschlag Drei linke Drei rechte Drei linke 28 Reihe Ist letzte Reihe, bitte strecken Sie alle Maschen so wie wir sehen so, wir haben beendet unsere wunderschöne Muster. Schauen Sie, ist sehr schön. Was ich will noch sagen, schauen Sie, Man Sie stricken ab erster Reihe jetzt, ja, das Rapport ist beendet sich. Und jetzt wir müssen erste Reihe wieder stricken. Dann, meine Liebe. Wenn Sie stricken erste Reihe, dann geht einfach drei linke, drei rechte, drei linke, ja. Aber dann wird lange Zeit, bis Sie machen diese Muster, ja. Wo sind drei zusammen? Drum, ich will Ihnen sagen, dass bitte stricken Sie ab erste Reihe. Wenn Sie stricken zweite Rapport. Wenn eine Rapport dann alles passt, aber wenn Sie stricken zweite, dritte oder vierte Rapport, dann bitte stricken Sie drei linke Umschlag, drei zusammen Umschlag, drei linke und dann stricken Sie weiter zweite Reihe, dritte bei bei, bei fünfter Reihe, das wird wieder dann, weil das geht dann wieder richtig so diese Muster, was ist hier? diese muster ja und am ende wir haben gleiche ja wissen sie sie haben schon gemerkt wir stricken immer drei linke drei rechte drei linke drum wir machen manchmal drei rechte zusammen und umschläge nebenbei ja dann machen sie zweite rapport erste reihe bitte Drei Rechte auch zusammen und Umschläge nehmen. So, ich wiederhole, dann wird drei Rechte, drei Linke, Umschlag, drei zusammen mit einer Rechte, Umschlag, drei Linke. Und weiter geht unser Rapport, wie, wie, äh, ist, wie ich habe erzählt seht. Aber diesen Moment, niemand sagte natürlich bei äh, diesem Muster, aber ich habe gemerkt, ja, ich habe gemerkt und dann ich denke, wenn ich stricke weiter, dann wird lange diese drei Richter zusammen bis äh, fünfte Reihe und dann wird einfach nicht schön. Darum habe ich hier so entschieden, ja, dass ich mache auch Umschläge neben und stricke drei zusammen. So ist unsere Rapport. Und ich hoffe, Sie haben alles verstanden. Wenn Sie haben welche Fragen, dann fragen Sie mich. Aber wie ich muss sagen, auch das ist ganz einfache Top. Sie, äh, Sie, Sie werden anschlagen, so viele Maschen, wie viel Sie brauchen für Ihre, für Ihre, äh, Vordetail. Und dann einfach minus 31 Maschen und dann, sie stricken so viele Maschen, wie viel sie haben, dann an, an, ein, äh, bevor Rapport und dann nach Rapport, ja. Und wenn sie denken, zum Beispiel, ich hatte 80 Maschen minus 31 Maschen, ja, dann, ich habe, ähm, schau mal. Ich hatte 49 Maschen, 80 minus 31, habe 49 Maschen, ja. Und wir teilen dann einfach, wir teilen so 25 Maschen, wir stricken, dann stricken wir unsere, äh, Muster, 31 Maschen, und dann ich habe einfach nicht 24 Maschen gestrickt. Ich habe einfach noch dazu eine Masche gemacht. Und ich habe hier auch 25 Maschen. Gleiche. Verstehen Sie? Ist ganz einfach zum Teilen. So, meine Liebe, ich wünsche euch alles Gute. Bleiben Sie gesund. Eure Strickmama, wir treffen uns wieder bald. Tschüss! Kurz, ich wollte nur sagen, wann jemand will, weil sie kaufen sehr äh, schnell meine Sachen, was ich strecke, wann jemand will diese gelbe Top, dann bitte schreiben Sie mir und ich würde gerne verkaufen diese Top. Ähm, ist große M. Ist äh, für erst das wird bisschen äh, weit. So, und jetzt, <laughs> ja, tschüss.